06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Rico Preissinger, dir ein herzliches Willkommen in Münster. Die erste Einheit hast du jetzt gerade in den Knochen bei gefühlten 35 Grad in der Sonne. Es war wahrscheinlich entsprechend spaßig für euch, oder? Ja, ich glaube, es war nicht nur gefühlt so. Ich glaube, es hat auch 35 Grad. Nee, Spaß beiseite. Also war schön, das erste Mal zu trainieren mit den Jungs, auch wenn es gleich schon ziemlich knackig losging. Natürlich hat die Hitze da auch ein bisschen mitgespielt, aber wenn man schon sieht, was hier los war im ersten Training vor den Fans, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was waren die Gründe, dass du gesagt hast, Münster ist die Station, wo ich weitermachen will? Ja, ich muss ehrlich sein, habe ein bisschen die Aufstiegsfeier auch geschaut, habe gesehen, wie viel Euphorie hier in der Stadt herrscht, wie die Mannschaft mit den Fans so eine richtige Einheit gebildet hat. Das hat mir schon imponiert und dann natürlich auch die Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Peter Niemeyer, Sascha Hildmann, waren sehr positiv und dann habe ich mich ziemlich schnell entschlossen, dass ich hierher möchte. Was zeichnet dich als Spieler aus? Worauf dürfen wir uns freuen? Ja, auf einen Spieler, der alles für die Mannschaft gibt, so das große Ganze sieht, sehr diszipliniert und immer 100% gibt und bestmöglich möchte ich auch mal wieder ein paar Tore schießen. Das ist die letzten 3 Jahre mir nicht gelungen in der Liga. Also das ein oder andere Tor hoffe ich, dass ich hier auch für Preußen schießen kann. Wen von den Jungs kennst du schon? In der Liga kennt man sich auch häufig. Mit wem bist du mal schon unterwegs gewesen? Mit Gerrit Wickham bin ich eingespielt 2 Jahre. Also ihn kenne ich ganz gut und ansonsten schon gegen Marc Lorenz, Dennis Grote, etliche Male gespielt. Also habe jetzt mit Sicherheit auch einige vergessen, aber auf dem Platz hat man sich schon einige Mal gesehen. Aufstiegstrainer, herzlich willkommen zurück im Preußenstadion, auch deinem Wohnzimmer, das es ja wirklich geworden ist. Wie schön ist es, wieder zurück zu sein erstmal? Ah, es ist wunderschön, gerade heute mit den Zuschauern, dass so viele Leute gekommen sind, ist der Wahnsinn. Spricht für Preußen, spricht für unsere Fans, wie wir zusammengewachsen sind und macht einfach Spaß. Herzliches Wiedersehen mit den ganzen Jungs. Ja, absolut. Ich habe es echt vermisst, muss ich sagen. Es war auch ein großes Welcome hier, ein Happy Welcome. Und jeder hat sich so umarmt und abgeklatscht. Ja, war einfach schön. Seit wann juckt es bei dir schon wieder, dass es endlich wieder zurück auf den Platz geht? Ich muss sagen, bei mir geht es immer sehr schnell. Ich bin gerne auf dem Platz. Ja, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich sehe es auch gar nicht als Arbeit an, sondern als ja, mein Hobby irgendwo immer noch. Und deshalb hat es relativ früh wieder gejuckt. Aber umso schöner, dass es jetzt soweit ist. Du hast es schon 1-2 Mal angesprochen. Vorbereitungen sind für einen Trainer mit die schönste Zeit. Wenn es dann noch Vorbereitung auf die dritte Liga ist, ist ja schon eigentlich fast perfekt. Du sagst es, jetzt geht es ran an die Abläufe, jetzt geht es ran, die Jungs richtig kennenzulernen und das macht mir sehr viel Spaß. Die Männer geben Gas und ja, schauen wir mal. Marc Lorenz, auch dir herzlich willkommen zurück. Letzte Saison war es dieses wirklich Zurückkommen, das erste Mal zurückkommen nach Münster, jetzt als Aufsteiger, als Aufstiegskapitän. Wie schön war es dann heute wieder ins Stadion reinzukommen? Ja, es ist immer schön hier zu trainieren, zu spielen und wenn man wieder sieht, wie viele Leute auch heute wieder gekommen sind, sieht man einfach, was wir, glaube ich, für eine Euphorie entfacht haben und ja, da freut man sich auf jeden Fall jetzt weniger auf die Vorbereitung, sondern eher, wenn es dann wirklich mit dem Spielbetrieb losgeht, aber die Vorbereitung gehört leider dazu. Wir werden Vollgas geben, dass wir fit in die Runde gehen. Wie sehr motiviert dann einfach auch diese Tatsache, man bereitet sich auf die dritte Liga vor? Ja, einfach sehr. Ich glaube, jeder weiß, was uns erwartet, jeder weiß, was in der dritten Liga für Mannschaften auf uns zukommen, was für Stadien. Und ja, da muss man einfach sagen, freut man sich unglaublich drauf, dass man wieder auswärts auch vor vielen Zuschauern spielt. Zu Hause wunderschöne Heimspiele hat, wo die Zuschauer uns tragen werden und ja, die Vorfreude ist riesig. Was werdet ihr als Mannschaft brauchen, um dann eben auch in der dritten Liga anzukommen und zu bestehen? Ja, einfach einen richtig guten Teamgeist. Ich denke, gerade in der Liga braucht man gar nicht so die großen Namen, sondern man muss einfach eine richtige Einheit werden, ein richtiges Team. Und wenn man das sieht, einfach wenn man das auf dem Platz ist, ja, kann man Berge versetzen in der Liga. Da kannst du jeden schlagen, da kannst du jedem Gegner unangenehm werden. Und das muss unser Ziel einfach sein, dass wir da in der Vorbereitung jetzt so zusammenwachsen, dass es für die Gegner, gerade hier in Münster, aber auch auswärts, richtig schwer wird, uns zu schlagen. Daniel Kirewa, auch dir nochmal ein herzliches Willkommen in Münster bei Preußen Münster. Die erste Einheit ist vorbei, 600 Fans waren mit dabei. Was du wahrscheinlich aus dem letzten Jahr jetzt nicht kanntest, umso mehr Bock gemacht? Auf jeden Fall, ja, hat sehr Bock gemacht. Zum einen, weil man das halt nicht kennt. Also wenn man in der zweiten Mannschaft spielt, da sind ja selbst bei den Spielen dann oft nicht so viele Zuschauer wie heute beim Training. Ja, umso mehr, ja, macht es auch Spaß. Ne? Waren das auch dann einfach die Gründe, warum du gesagt hast, es soll bei Preußen Münster weitergehen für dich? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja hier ein paar Mal schon gespielt. Ja, genau dementsprechend hat man diese Kulisse, diese Atmosphäre wahrnehmen können. So, und das war auf jeden Fall auch ein Grund, weshalb ich mich genau für den Preußenweg entschieden habe. Was waren oder wie waren die ersten Tage und Stunden jetzt mit der neuen Mannschaft? Wie haben die Jungs sich aufgenommen? Schon ein neues kennengelernt gefühlt? Ja, die Jungs haben mich super aufgenommen.
ja, mit ein paar Witze gemacht, ein paar lustige Sachen. Und ja, also insgesamt eine sehr, sehr korrekte Mannschaft. Die Älteren, die Jüngeren. Ja. Kieran Schulze-Marming, ich glaube, für dich Premiere bei 06 TV. Du bist letztes Jahr mit der U23 mehr oder weniger in die Oberliga aufgestiegen. Trotzdem auch für dich der Aufstieg ins Profi-Trainerteam. Ein spannender Sommer hinter dir und ein genauso spannender Sommer vor dir, oder? Auf jeden Fall, ja, ich freue mich drauf. Also jetzt hier auch meinen Beitrag zu leisten auf dem Platz, finde ich spannend, ist cool. Für mich dann auch mit Spielern noch höheren Niveaus zusammenzuarbeiten und dann irgendwo da zu helfen, wo ich kann. Ja. Nimm uns einmal mit, was wird dein Job sein, auch jetzt gerade insbesondere in so einer Vorbereitung, wo ja viel auf dem Programm steht? Also mein Thema wird so ein bisschen die Individualisierung sein, also die Spieler ein bisschen individueller zu begleiten. Sascha und Luis müssen ja immer das große Ganze im Blick haben. Ich kann mich dann auch mal auf das individuelle Coaching konzentrieren, auch nochmal extra Einheiten anbieten im Bereich. Das ist in der Vorbereitung immer ein bisschen schwieriger, weniger Raum da, aber deswegen bin ich trotzdem schon hier, um die Jungs ja auch kennenzulernen und schon mal ein Feedback zu geben nach so einem Trainingsspiel zum Beispiel, Videos auch da zu machen, zu schicken mit Mitteln, wo sie es besser machen können. Gewisse Dinge und ja, in der Rolle fühle ich mich ganz wohl. Ich habe ja das große Ganze dann in der U23 und hier dann ein bisschen individueller auf Spieler eingehen zu können, finde ich spannend und erweitert ja auch mein eigenes Repertoire nochmal. Es war für dich ein langer Weg bis hierhin, einfach weil du schon so lange hier bist. Wie viel Preußenherz schwingt denn jetzt einfach dabei mit, hier wieder im Stadion am Rand stehen zu können? Ja, ich meine, ich glaube jetzt summa summarum bin ich irgendwie 10, 12 Jahre in dem Verein. Vorher war ich ja auch schon so hier als Fan und klar, das ist für mich jetzt auch nochmal was Besonderes, dann auch bei der ersten Mannschaft nicht nur als Scout und Kaderplaner, sondern auch mit auf dem Platz zu stehen und nochmal, ich freue mich da total drauf, lass mich auch so ein bisschen überraschen, alles kann man ja nicht vorweg planen jetzt, aber ich bin mir sicher, dass wir da gut zusammenwachsen werden und ich meinen Beitrag leisten kann, um Sascha und Luis auch nochmal zu unterstützen. Luca Bozzoli, die erste Einheit ist jetzt auch für dich rum, beziehungsweise nach dem Leistungstest die erste Einheit auf dem Rasen. Wie schön war es, nach der Sommerpause endlich wieder einen Ball am Fuß zu haben? Ja, hat Bock gemacht, die Jungs alle kennenzulernen, mit den Jungs jetzt die ersten Minuten auf dem Platz zu verbringen. War auf jeden Fall geil, auch wenn natürlich heute bei den Temperaturen das Ganze schon sehr anstrengend war. Wie waren die ersten Tage mit der neuen Mannschaft für dich? Wie haben die Jungs dich aufgenommen? Ich muss sagen, sehr gut, ja. Alle sehr offen, sehr freundlich. Ganz nett willkommen worden und das macht es einem natürlich einfacher. Vorbereitung ist nie die Zeit, auf die viel oder Spieler die größte Lust haben, aber wie sehr hilft es dann einfach, dass man weiß, man bereitet sich auf die dritte Liga vor, wird ja auch für dich ein neues Abenteuer. Ja, es ist jetzt nichts, worauf sich jeder Fußballer freut, aber es ist wichtig, um einfach den Grundstein zu legen für die dritte Liga, das ist nochmal was anderes. Da muss man mehr laufen, mehr Zweikämpfe, von allem mehr und darauf müssen wir uns vorbereiten, daran müssen wir arbeiten und das macht es am Ende des Tages aus. Johnny, herzlich willkommen zurück bei Preußen Münster, herzlich willkommen zurück bei 06 TV. Wie war es für dich, die ersten Minuten wieder den Adler auf der Brust zu tragen? Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich habe viele alte, bekannte Gesichter heute auch gesehen beim Trainingsauftakt. Und ja, es ist wie zu Hause und ich habe einfach Bock. Wenn es dann im Wohnzimmer vor 600 Leuten losgeht, dann macht es einfach wieder Spaß. Ja, auf jeden Fall. Heute schon eine super Kulisse und ich weiß ja, was in der letzten Saison auch vor allem hier war bei den Heimspielen und da freue ich mich einfach gewaltig drauf. Du kennst die dritte Liga jetzt, du warst die letzten beiden Jahre schon da. Was muss euch als Mannschaft auszeichnen, um da nächste Saison zu bestehen? Ich weiß, dass man jedes Spiel 100% geben muss. Da kann jeder jeden schlagen, das ist einfach so. Und aber ich bin davon überzeugt, das ist die Arbeitereinstellung von Preußen Münster, dass man immer 100% gibt und dann wird das auf jeden Fall schon gut.